Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Patrizia 2, Aufschwung der Hanse. Wir haben es in der letzten Folge endlich geschafft, unseren zweiten Konvoi fertigzustellen. Mehr oder weniger. Wir haben jetzt hier einen Konvoi namens Diabolos, der aus 6 Holken besteht, mit jeweils voller Bewaffnung. Allerdings, ihr seht schon an der Mannzahl, die ist eher sehr spärlich. Da müssen wir erstmal noch eine kleine Rundreise durch die Hanse machen und uns da ein bisschen, ja, Männer suchen, die Interesse haben, mit mir an meiner Seite gegen das olle Piratenpack zu kämpfen oder eben anderes Gesindel. Ich bin gespannt, ob sich da Leute finden. Ich denke aber schon. Bin da sehr optimistisch. So, und währenddessen macht halt der andere Konvoi noch bitte klar Schiff. Weil Schiffe und so. Das war schon mal eine gute Ausbeute hier. War schon zwei Holke fertig. Ein halb fertig. Aber leider können wir halt. Ja. Stimmt jetzt nicht ganz die Meldung, dass das Orlogschiff Holk Diabolos überladen ist, sondern es kann halt einfach nicht auf Flüssen fahren. Es halt hat zu viel Tiefgang. 100 Holz, da könnten wir mal wieder probieren, dem ollen Fürsten was anzudrehen, oder? Das klingt doch nach einem Plan. Möchtest du gerade Holz? Guck mal hier, das ist ein Scheißpreis. Ziegel. Trotzdem, guck mal hier, weg damit. Ich muss es ja irgendwie loswerden. Wir haben halt trotzdem jetzt wieder eine Überproduktion, eine relativ heftige Überproduktion an Holz. Was soll ich machen? Ich muss es halt irgendwo loswerden. Und da fällt halt die Wahl manchmal eben auf sowas. Ach du Kacke, was ist denn hier schon wieder los? Da würde ich am liebsten jetzt schon wieder voll reinschmieren. Oh, wahrscheinlich Schiss. Obwohl, nee, ich brauche nicht. Nö, komm, rein. Bam, 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 erster Angriff. Zack. Hat auf jeden Fall mal getroffen. Hat ihn aber nicht erwischt bisher. Und gesunken. Wunderbar. Ab nach Memel. Die Schnicke wäre auch noch ein Ziel. Hat aber 90 und da ist eine Schnicke recht. Obwohl. Bin ich beladen? Bin ich nicht wirklich. Okay, Attacke. So, und dann können wir hier mal schauen. Ach, Memel. Mano, wie fehlt es hier an Arbeitskräften? Ein bisschen nervt das schon. Die brauchen Tuch theoretisch. Okay, das ist gut zu wissen, dass das Tuch ausverkauft ist. Ich vermute mal, dass hier nicht viel zu holen ist. Ja, das habe ich richtig vermutet. Ha, ein neues Schiff. Eine Schnicke. Moment, da müssen wir kurz mal schauen, dass wir die Schnicke zurück nach Hause schicken. Ach, sogar mit Getreide, Salz und Ziegel. Nett. Nett. Sehr nett sogar. Ich denke mal die Schiffsliste. Moment, Schnigge. Schick mal kurz mal nach Hause, ist ja egal. So, wie sieht dann jetzt der Konvoi an sich aus hier? Rostocker Stolz. Fehlen natürlich jetzt ein paar Mann, ist klar. Ist immer so, wenn man was entert. Nee. Vulpius hat wohl zugeschlagen. Ja. Wir haben nicht mal Schaden kassiert. Wir sind immer noch voll unterwegs. Okay, Weinpreise sind super hier. Achso, haben kein Geld. Ach Mensch, ist ja mal was ganz Neues. Na dann. Zum Glück kann man auch ohne Geld Matrosen anstellen, anheuern. 32. Ah, mehr als 32. Ist halt wie gesagt ein sehr teurer Konvoi letzten Endes. Wenn man es hier schaut, ist Ifrit voll beladen? Nee, ist er nicht. Shiva? Ja. 1000 pro Schiff, ja. 1000 pro Schiff. Die brauchen auch kurz mal Landurlaub. So, das Teil hier hauen wir auf jeden Fall erstmal zur Reparatur, wollte ich gerade sagen, aber nein. Aber wir entlassen die Matrosen. Okay, ihr wollt Tuch. Das finde ich schon mal nett von euch. Bitteschön. Die Wolle ist so teuer. Guys.
stellt Leute ein. Diese scheiß Weinproduktion hier. Was zur Hölle, wie viel Wein die produzieren eigentlich? Warte mal, ich kaufe jetzt hier mehr Wein ein. Also nicht mehr, nicht das, nicht den Wein aus dem Meer, sondern teurer halt. Ruhig für 200, ist überhaupt kein Problem. Easy peasy. Wo die eigentlich wieder zufrieden sind, ich verstehe es nicht. Naja. Achso, wollen wir, Landurlaub reicht. Können wir wieder ein paar Matrosen einstellen. Ja, ein paar weniger. Dam dam da da. Ich mag die Musik. Die Musik finde ich schön. Allgemein finde ich den Soundtrack halt immer wieder schön. Leider spielt er halt, wie gesagt, zu selten. Deswegen habe ich da hier meine eigene Playlist reingehauen. Damit ja auch immer schön Musik läuft im Hintergrund. Damit ich hier nicht in meiner eigenen Stille vor mich hin vegetiere. So. Schön viele Matrosen. Jawohl. Nur noch ein Schiff, wa? Ja, nur noch... Ah ne, die Herrenfische ist eine alte Version, da passen nicht mehr drauf, trotz voller Bewaffnung. Passen nur 55 drauf, also reicht mir das jetzt. Die eine, der eine Mann macht's auch nicht fett. So, wir haben einen voll ausgerüsteten Konvoi. Gut. Das ist in dem Sinne auch gut. Da ich jetzt anfangen kann... Bla bla bla, bla bla bla. Wir machen jetzt eine Handelsroute, passt auf. Wir machen jetzt eine Handelsroute, nachdem wir kurz mal hier so gemacht haben, so... Kurz mal alles ins Zentrallager bringen. Jetzt kommt nämlich dieser Plan mit dem Zentrallager wirklich zum Tragen. Handelsroute. Okay. Wir haben noch viel Zeit in dieser Folge, die werden wir auch brauchen. Ich sag's euch, ich werde die auch abspeisen, weil das wird eine relativ krasse Handelsroute. Ich weiß noch nicht, ich werde wohl die Nordsee erstmal weglassen. Das wird eine Handelsroute sein, die hier in die durch die Ostsee geht. Zumindest bis... Helsinki möchte ich schon wegen dem Bier, was man da holen kann. Dass ich über Helsinki fahre. Novgorod werde ich auch erstmal außen vor lassen. Da werde ich nochmal einen Außenposten irgendwann einrichten, der wirklich nur Novgorod macht, aber das hat Zeit. Ich glaube, Novgorod hat sowieso nicht unbedingt. Ja, doch eigentlich schon. Pechlederfleisch. Oh. Das ist schon eigentlich sehr krass, die Stadt. Naja, aber es ist so weit weg. Das kostet mich 2 Tage allein nach Novgorod zurück nach Helsinki dann. Das ist. Lohnt sich nicht. So, die Frage ist jetzt, wie machen wir das? So, dass es reicht. Auf jeden Fall fangen wir in Rostock an. So, in Rostock müssen wir jetzt... Oh Gott, es geht schon wieder los. Ich will es möglichst immer im einen Ruck schaffen. Außer in Malmö, da wird es wahrscheinlich in zwei, also werde ich es aufteilen, denke ich mal. Dass ich immer erstmal alles in Malmö reinhau und dann mir das rausnehme, was ich gerne mitnehmen möchte für den nächsten Handelsdurchlauf. Also, ich muss hier nebenbei noch Handel betreiben, sonst wird das hier nichts. Jawohl. So schnell vergeht die Zeit eh nicht. Okay, also wir haben Rostock. Da müssen wir rausnehmen... Aus dem Konto. Ach, mache ich einzeln. Wir haben dort eine... Wir packen ins Konto Wolle. Alles. Wir packen ins Konto... Wir nehmen erstmal Wein raus. Da kaufen wir nämlich. Wir nehmen raus Wolle. Das produzieren wir nämlich. Salz packen wir rein. Das braucht es nämlich. Und zwar alles. Salz haben wir keine so große Überproduktion und die wir haben, die Überproduktion, die können wir ohne Probleme locker flockig verkaufen in Rostock. Honig nehmen wir raus. Man kann übrigens hier unten auch einfach alles auf Null oder alles auf Max stellen. Man kann auch einfach nur Undo machen, dann wird ja alles weggesetzt. Sollte man also nicht unbedingt. Und hier unten habt ihr ja schon gesehen, kann man auch alle mit einmal auf irgendwas stellen. Aber das lohnt sich halt nur bei so Zentrallagerstätten zum Beispiel. Oder wenn man jetzt einfach alles in der Stadt kaufen möchte und so viel wie eben geht. Solche Handelsrouten gibt es auch. Aber das ist ja erstmal einfach nur eine Versorgungshandelsroute eigentlich. Okay, wir nehmen Fisch raus, wir packen Felle rein, Eisenbahn rein. Die Frage ist jetzt, wie viel? Warte mal. Oh, ist das denn ernst?
Warte mal, da können wir kurz nachgucken, wie viel wir da reinpacken. Und zwar Verbrauch 112 pro Woche. Nee, Quatsch, das ist Bier. 70 pro Woche. 70. Sagen wir, die Handelsroute wird ungefähr 2 Wochen dauern. Das heißt, 140 müssen wir, 150 müssen wir reinpacken. Oder? Also, wie produzieren wir gerade? Packen wir nur... Huch. Oh, man hat das nicht gespeichert gehabt. Okay. In Konto. Von Konto. Von Konto. In Konto. Holz, überlege ich gerade. Mache ich manuell. Holz mache ich manuell. Das ist etwas anstrengend. Wenn ich das jetzt... Das lasse ich noch im Zentrallager. Das mache ich wirklich manuell. So, das kommt in die Stadt, aber nur... Nur 150. Oder 100. Nee, wir machen Max und ich mache einfach, ich hole nur 100 raus aus dem Lager. Machen wir es einfach. Nee, das ist auch doof. Das soll ich dann möglichst manuell verkaufen, alles. 100. 100. So. Eisenerz rausnehmen aus der Stadt. Bier reintun in die Stadt. Fleisch rausnehmen. Gewürze reintun. Falls wir welche haben, das wissen wir nicht. Genauso hier. Das macht dann alles der Kontohandel. Das muss ich dann halt noch fertig einstellen. Ziegel lassen wir. Max, Max, Max. Max. Obwohl, Max ist vielleicht doof. Warte mal. Maximal 20. Nee, maximal ist hier richtig. Dann hier. Maximal 20. Leder produziert die Stadt ja eigentlich. Brauche ich nicht. Und Keramik maximal 20. So, das wäre eigentlich so ziemlich die zweitwichtigste Stadt. Die wichtigste Stadt ist natürlich Malmö. Das Zentrallager. Dementsprechend alles ins Konto. Nochmal Malmö. Und dann nehmen wir aus Malmö raus. Ah, das ist ja doof, ne? Das ist ja eigentlich jetzt echt doof. Ich muss eigentlich von Rostock nach Malmö fahren und von Malmö nochmal nach Rostock, um Rostock zuerst zu versorgen. Das ist jetzt echt ungünstig. Vor allem schon 6 Minuten jetzt mit dieser Handelsroutenkacke. Man kann ja leider keine Städte kopieren, ja, das ist das Problem. Ha. Eisenbahn rausnehmen. Fälle rausnehmen. Muss ich jetzt nur kurz überlegen, wie mach ich denn das jetzt? Die doofe Motte lebt immer noch. Ich treffe die nicht. Oder wenn ich sie treffe, überlebt sie auf magische Art und Weise. Sie ist einfach nur unsterblich. So. Warte mal, wie mach ich denn das jetzt? Mal angenommen, ich mache jetzt die Handelsroute. Mach als am Ende. Ich muss eigentlich. Ist das eher gerade ätzend? Also ja, ich muss es so machen. Und tatsächlich jetzt hier nochmal Rostock anfahren. Dann gehe ich von Rostock nach Danzig. Von Danzig nach... Lasse ich Thorn aus oder nehme ich Thorn mit? Ich stelle es erstmal ein. Man kann dann hier auf Auslassen klicken. Dann Memel. Dann... Ich glaube, Rewald laufe ich nicht an. Riga lohnt sich noch. Wegen den Eisenbahnen gegebenenfalls und Keramik. Aber Rewald habe ich alles selber schon. Das ist erstmal unnütz.
Ja, Helsinki auf jeden Fall. Genauso, netter Konvoi. Hoffentlich greift er mich nicht an. Weil das würde trotzdem wehtun, so ein Konvoi. Auch wenn ich hier so einen etwas stärkeren habe. So, da haben wir Stockholm. Stockholm. Was produzieren die? Eisenbahnfeld. Oh ja, auf jeden Fall. Eisenbahnfeld. Oh, auf jeden Fall. warte mal, warte mal. Wo war das jetzt? Hier war das jetzt. Handelsroute. Helsinki, Stockholm. Von Stockholm gehe ich nochmal nach Göteborg und dann nach. Hab eine Idee. Stockholm hatte ich gesagt, ne? Helsinki, Stockholm. Und wenn ich dann aber sage, ich gehe nach Göteborg. Und von Göteborg nach Rostock, dann Malmö, dann Rostock. Ja doch, das kommt hin. Also jetzt Göteborg und dann lasse ich zwar halt einmal Malmö aus. Ich hoffe mal, das kommt so hin. Muss nur noch die Waren einstellen. Also. Ja, das meiste geht relativ schnell. Ist eigentlich bloß noch hier Malmö nochmal anstrengend und dann nochmal Rostock. Aber hier Danzig zum Beispiel ist relativ easy. Da muss einfach nur Holz rein. Transfer ein Konto, keine Ahnung. 20 Stück. Wahrscheinlich nicht mal unbedingt. So, Transfer von Konto alles an Salz. Und ansonsten. Muss man halt jetzt mal gucken. Man kann, und ich sag bewusst kann, jetzt sagen, ich laufe jede Stadt zweimal an, versuche von jeder Stadt alles zu kaufen und verkaufe auch in jeder Stadt alles. Das ist aber. Ja, es ist halt schon, das kann man machen, aber man hat ja, glaube ich, auch eine begrenzte Anzahl an Stops. Ich glaube, ich weiß nicht, 20 oder so oder 12? Weiß ich nicht. Da kommen halt schnell in Probleme. Man guckt am besten immer nach, was stellt die Stadt her. Das heißt hier Eisenerz, Getreide, Salz, Tran, Fleisch, Fisch, Leder, Wolle. Und dann geht man halt hier auf seine Schiffsliste. Zack, zack. Handelsroute. Danzig. Hab's schon vergessen in der Zwischenzeit. Fisch, Fleisch, Getreide. Tran. Fleisch, Fisch, Tran, Getreide, Eisenerz, Salz, Wolle, Leder. Oh cool, dass es weggemacht hat. Eisenerz, Fisch, Fleisch, Getreide, Leder, Tran, Wolle. Huch. Nein, ich habe wieder Rechtsklick gemacht. Oh Mann, man muss halt mit X zumachen. Das ist bestätigen. Rechtsklick ist abbrechen. Das ist richtig dumm eigentlich. Nochmal, so, wir haben es gleich. So, so. Leder. Tran. Wolle. Achso, nee, ich glaube, weil hier 0 steht, ne? Maximal, 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 max, 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 max. So rum war das. Und jetzt ist es halt gespeichert. Wenn 0 da steht, da macht es dann halt weg, weil ist halt 0. Aber ist eigentlich doof, finde ich. Naja. So, die Preise müssen wir noch einstellen. Das ist noch ein Problem. 880 Max ist okay. Ist okay. Maximal 900. Getreide maximal 115. Leder maximal. Das ist eine gute Frage. Einkaufspreis Leder. 200? Was kostet denn aktuell? Oh, doch so viel? Ja, ist gerade belagert. Super. Aha. Wir stellen es ja auch her.
Da gehe ich ruhig mal auf 250 hoch, glaube ich. Mindestens. Schiffsliste. Handelsroute. Waren. Sehe schon, es wird eine XXL-Folge. Alter, das ist. Aber ihr müsst dann halt auch verstehen, ne, wie sowas dann zusammenhängt. Wie man auf sowas auch kommt. Ah, ich gehe auf 270. Ah. Wie kommt man auf sowas? Wie funktioniert die Handelsroute? Das muss man auch irgendwie nachvollziehen können. Tran können wir ruhig für 90 einkaufen. Das verkaufen wir dann einfach für 110 oder sowas. Das geht okay. Und mehr war hier, glaube ich, nicht, ne? Nö. So. Und dementsprechend ist alles andere Verkaufe anstatt. Max. Da müssen wir halt auch nochmal die Preise einstellen. Bier für mindestens 42. Eisenwaren für mindestens 350. Felle für mindestens 850. Getreide. Gewürze für mindestens 420. Hanf für mindestens 550. Keine Ahnung, ob das hinkommt. Wahrscheinlich. Ist schon ein sehr teurer Preis, glaube ich. Honig für mindestens 110. 115. Wir wollen ja Gewinn machen. Naja, 120. Also bei der Handelsroute kann man ruhig mal ein bisschen höhere Preise anpeilen, als beim Versorgen der Stadt mit einem Kontohandel. Da man halt, das, also wenn es da Lücken gibt, sind die meistens sehr groß, die Lücken. Keramik für mindestens 190? 180. Na, nee, für 200. Ich werde es wahrscheinlich für 180 einkaufen. Pech für mindestens 100. Nee, 100 nicht, aber so 90. Tuch für mindestens 260. Wein für mindestens 230. 30. Und Ziegel. Ziegel kaufe ich, glaube ich, nicht ein. Ist meistens kein lohnenswertes Geschäft. Das hat jede Stadt meistens auf Lager. Das ist. Lass mal einfach. Gut. Das Schöne ist, einmal eingerichtet mit den Zahlen, bleiben die in jeder Stadt gleich. Das heißt, schließen, nächste Stadt. Turn. Ich richte es erstmal ein, wie gesagt, und wenn ich dann merke, es wird nichts. Also, es dauert zu lange oder so, dann kann ich immer noch Stadt streichen. So, Getreide, Keramik, Salz, Tuch, Ziegel. Halbwegs merken. Getreide, Fleisch weiß ich noch. Keramik, Tuch, Ziegel. Ton. Getreide, Keramik, Salz. Ah, es hat wieder nur überall gelassen. Mann. Tuch, Salz, Keramik, Holz. Wirklich nur Schnäppchen mitnehmen. Gewürze überall eigentlich kaufen. Eigentlich. Stimmt, das ist eigentlich noch ein Problem mit den Gewürzen. Stimmt. Warte mal, dann kaufen wir überall Gewürze. Ganz einfach. Maximal 400. Und bringen die einfach ins Zentrallager. Scheiß drauf. Getreide. Fleisch war es, glaube ich, noch, ne? Genau, Fleisch. Leder fehlt noch. Tuch, Salz, Keramik, Getreide. Tuch, Salz, Keramik, Getreide, Fleisch. Leder. So. Und wie gesagt, Gewürze kaufen wir überall. Das heißt, den Danzig nochmal kurz ändern. Gewürze kaufen. Geil. Yeah. Stopp. Halt, stopp. Okay, und alles andere wieder verkaufen. Verkaufe. Maximum. Müssen noch Preise einstellen. Einkaufspreis für Tuch maximal 240. 230. Einkaufspreis für Salz maximal 30. Einkaufspreis für Leder, Keramik, stimmt. Gewürze, bla bla, okay. Stimmt irgendein Verkaufspreis nicht? Nö. Gut.
Das wär's für Ton. Dann haben wir Memel. Memel stellt her. Wolle, ich weiß. Wolle, Keramik, Wein. Wobei ich Wolle aus dem Konto. Wein, Wolle hole ich aus dem Konto. Fisch, Pech. Fisch, Pech, Keramik. Fisch, Pech, Keramik. Maximal. Pech für maximal. Habe ich 55 eingestellt? Echt, ist ein bisschen wenig, oder? Ja, ist eigentlich ein bisschen wenig. Warte mal. Gut, ich verkaufe es auch für mindestens. Ja, ich verkaufe es für mindestens 80. Das reicht. Dann kaufe ich es für maximal 70. Und dann passt das. So. Genau. Und den Rest wieder verkaufen. Lal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 
Stockholm. Eisenbahn, Felle, Fisch, Keramik, Salz, Wolle. Eisenbahn, Felle, Fisch, Keramik, Salz, Wolle. Eisenbahn, Felle, Fisch, Keramik, Salz, Wolle. Oder? Sechs Stück? Sechs Stück. Gedächtniskünstler. 2K16. Ach halt, Gewürze kaufen wir immer. Ach, so viel zu Gedächtniskünstler. Zack. So, ein Helsinki auch nochmal kurz ändern. Moment. Und Memel? Ja. Hab ich richtig gut aufgepasst. Den Ton hat's noch gestimmt, ne? Ja. Okay. Stockholm fertig. Stockholm fertig. Göteborg. Göteborg. Was stellt ihr her? Ihr Göteborgianer? Göteborger? Bier, Eisenerz, Felle, Getreide, Hanf. Bier. Eisenerz, Felle, Getreide, Hanf. Noch was? Wolle, Honig. Wolle, Honig. So. Ist das die erste Stadt, wo ich Felle einkaufe? Echt? Krass. Na gut. Und sonst alles verkaufen. Außer natürlich Gewürze, nach wie vor. Gewürze ist sowas, was ich dann einfach einlager. Wenn ich dann denke, scheiß drauf. Mach es halt manuell. Was ist denn hier los? Salz für mindestens eins. Das stimmt noch nicht. Eigentlich eher für mindestens 35 oder 3, na doch 35. Hier kaufe ich's. Hier kaufe ich's. Ach stimmt, ich verkaufe es gar nicht, stimmt. Stimmt. Gut. Also wieder eine Stadt fertig. Und dann geht's nach Rostock. Da macht er erstmal hier die Lagerspäße. Ich hoffe, das stimmt alles soweit. Hier können wir mal noch aus Spaß machen, kaufe von Stadt. So viel wie du kannst. So. Und jetzt geht's aber los. Jetzt müssen wir nämlich sagen, was sein Stadtstock ist. Jetzt kommt er nach Malmö und sagt, puff, alles ins Lager. Puff, Lager voll. So, jetzt müssen wir aber sagen, was nimmst du mit? Okay, das wird jetzt schwierig. Bei 2000, also bei 1200 Lagerkapazität, das sind 120 Last. Boah, das ist nicht sehr viel. Wir haben den Vorteil, dass wir das meiste direkt in Rostock wieder raushauen. Das heißt, wir haben dann trotzdem wieder Handelsvolumen. Also wir nehmen auf jeden Fall noch... Das hier hauen wir in Rostock wieder raus. Zumindest zum Großteil. Hanf haben wir in Rostock noch raus. Ich weiß nicht, hau ich alles rein? Muss ich mal gucken, wie es läuft, glaube ich. Wie viel nehme ich mit? Alles. Nee, Quatsch. Hier. Alles. Ja, ich weiß halt nicht, wie lange dieser Spaß hier dauert. Ich könnte es ausrechnen lassen. Okay, Schiffshandel in Rostock. Dann machen wir halt einfach Inkontor. Och, Mann. Rostock. Inkontor. Inkontor. Hier nochmal von Kontor. Gleich nochmal mitnehmen, wenn was da ist. Von Kontor. Das Schöne ist, in Rostock brauche ich eigentlich nichts zu verkaufen.
Weil... Ah, da, na, das ist eigentlich doof, das hier, was ich hier mache. Oder? Ah, das ist hier wie programmieren, ey. Nein, du programmierst ja eigentlich eine KI, das ist echt... Na gut, im Prinzip sagt man ihm bloß, was er wo machen soll, aber das ist schon schwer genug. Also Entschuldigung, dass es jetzt so eine lange Folge wird und eigentlich relativ langweilig, glaube ich, aber... Ihr könnt ja auch mal noch Vorschläge bringen, was ich noch für eine Handelsroute oder was ich dann noch einbauen soll vielleicht oder ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe, ne? Also, wer jetzt noch da ist, der weiß, was er zu tun hat. Nämlich alles nochmal angucken und dann sagen, was ich falsch gemacht habe. Ja. Ja, das Ding ist... Das, was der jetzt aktuell hier abliefert, das ist eigentlich ein guter Stock. Das sind Pflichtsachen, die er hier abliefern muss. Was mir aber gerade auffällt, ist, ich muss den Wollepreis entweder sehr hoch stellen oder Wolleverkauf unterbinden, weil Wolle brauche ich für meine Tuchproduktion. Beim Hanf ist das nicht so eng, weil ich vorher beim Malmö halt mache und dann nochmal Rostock anlaufe. Gewürze kommen direkt bei Rostock raus, weil ich die da verticken will, ne? Wenn sich das dann irgendwann ansammelt, muss ich doch noch mal was ändern, aber ich glaube es nicht. Wobei ich hier auch einfach sagen kann, maximal 20 oder maximal 5. Oder, ja doch, 5 reichen meistens schon. So. Ja, machen wir 10. Wer weiß. Genau, so. Ja, Das hier machen wir... Das machen wir später. Das Bier kann er abliefern. Nehmen wir auch später. Wir machen einfach... Wir nehmen einfach nochmal alles mit, was wir können dann. Eigentlich müsste ich Malmö anlaufen, dann Rostock, dann Malmö. Wäre eigentlich logischer. Krieg ich das irgendwie hin jetzt? Ja, das krieg ich irgendwie hin. Warte mal. Mache ich... Das zu Malmö. Das zu Rostock. Malmö und das hier löschen wir. So, pass auf. Dann können wir hier nämlich alles ins Lager hauen. Ah, ich hätte eine Stadt nicht löschen sollen. Nein! Oh, dammit. Das ist nämlich so ein Problem hier. Okay, warte, das muss ich umdenken. Ah, nee, kein Problem. Machen hier nochmal Malmö rein. Machen hier alles ins Lager. Ach Gott, war das dumm. Zum Glück war es am Anfang. Wenn man hier in der Mitte was löscht, ja, dann hat man die Arschkarte, dann muss man alles neu machen. So, und hier machen wir dann Malmö, aber das, was wir rausziehen wollen. Und zwar. Was war alles weg? Wir wollen rausziehen aus Malmö. Alle Eisenbahn. Alle Fälle. Bier 150, wenn da ist. Fisch, Fleisch, Getreide, Gewürze, das stellt alles doch Gewürze. Wie gesagt, 10 reicht. Das ist halt das, was er dann einfach nach Rostock bringt und fertig. So, dann haben wir Hanf muss er mitnehmen. Alles. Holz muss er mitnehmen. Maximal. Ja. 30. Ja, ich mach mal 50. Aber hier müssen auch nochmal 50 mit. Beziehungsweise Maximum halt. So, sonst noch was? Wein, Tran, na hier, die Sachen. Tran, Pech, Salz, Leder, Keramik. Alles, was geht. Oder? Nee, Quatsch. 20. 20. Alles, was geht. 20. 20. Wobei, nee, Leder nicht. Leder nicht.
Okay. So, und so wie das jetzt hier steht, lagern wir das alles in Rostock ein. Ja. Und nehmen aus Rostock Eisenerz, Honig, Getreide, Fisch. Tuch. Muss ich echt überlegen gerade. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie so großartiges Commentary abliefere, wie gesagt, ist auch eine extra lange Folge jetzt. Tut mir leid. Aber so eine Handelsroute ist halt super wichtig. Wir stellen jetzt seit fast einer halben Stunde Handelsroute. Ne, seit über einer halben Stunde Handelsroute ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber es ist eine der wichtigsten aktuell. Ich hoffe, dass ich keinen Fehler eingebaut habe. Vielleicht wird es dann. Da sieht man aber mal, dass das halt wirklich ein tiefsinniges, schwieriges Spiel auch ist. Wenn so eine Handelsroute nicht stimmt, dann kann man sich ganz schnell ins Minus reiten. Ich hoffe mal, ich habe jetzt an alles gedacht. Wein nimmt da raus. Wolle packt da rein. Ziegel gibt's keine. Fertig. Das nimmt er noch raus. Das stimmt doch nicht. Oder? Ah, doch. Beziehungsweise, genau genommen, nehme ich gar kein Holz hier mit. Das heißt, das Holz hier ist aktuell falsch. Das muss hier rein. So, und hier... Machen wir kurz mal alles auf Null. Hier kommt jetzt das rein, was ich als Stadtstock für meine Rundfahrt haben möchte. Also wie ich die Städteebene nach... versorgen möchte. Da als erstes direkt Danzig angefahren wird, wissen wir schon, müssen wir Holz mitnehmen. Und zwar, wie viel habe ich angegeben? Nehme ich damit 20, ne? Transfer von Kontor 20, glaube ich. Ne, 30, oder? Danzig. 20. Nehmen wir 30 mit, da hat er 10 Stock. Malmö. So. Das heißt, es bleiben 10, also 30, das sind schon mal 300 weg von den 1200. Upsi. Beziehungsweise mache ich es hier einfach so hier und tippe mir jetzt hier die Zahlen ein, die wir wollen. Machen wir erstmal die Lasten, das ist nämlich am schwierigsten. Das ist natürlich 0. Ja, Eisenerz ist klar. Dann Eisenbahnfälle können wir ruhig Max machen. Fisch machen wir 25. Machen wir 30 erstmal. Ich kann immer noch runtergehen. 10. Getreide 20. Sind wir schon bei 900. Bleibt noch 300. Hanf 0. Oder? Ah, Hanf 2. 1. Wenn er einen hergestellt hat in der Zeit, nimmt er den einen mit. Wolle. Wolle, 0. Wolle bleibt 0. So, Wolle können wir direkt wegmachen. Das können wir wegmachen. Okay, das heißt, wir haben jetzt knapp 900 mit Lasten vollgeballert. Plus, lass das mal 100 irgendwas sein. Ja, nee, so wie wird es nicht werden. Das sind ja bloß 2 Tage, also sind das maximal 50. Nehmen wir noch 150 Bier, 15 Gewürze. Dann hier einfach so sowas wie 25. Nee, Salz nicht. 100. Aber der wird eh nie alles haben. Deswegen können wir ruhig noch ein bisschen was draufhauen überall. Der wird niemals alles auf Lager haben. So. Sollte es hinkommen. Okay. Was wir jetzt hier noch machen müssen, damit das dann auch funktioniert, Kontohandel. Wir müssen die Mindeststände sperren. Den hier nicht.
Also die Kaufbestände nicht natürlich, aber die Verkaufbestände müssen wir sperren. Und hier können wir auch einfach so machen, ne, dass man einfach sagt, ich will mindestens ein Holz übrig haben, damit die Werkstattproduktion nicht aufhört. Das kann man eben auch so sperren. Und den Rest hätten wir dann. Okay. So, und starten tun wir die in der nächsten Folge. Oh, guck mal, mit der Zeitbremse ist er eine halbe Stunde von da bis nach da gefahren. Alter, also in 40 Minuten jetzt fast. Oh mein Gott, tut mir wirklich leid, dass es so eine lange Folge war. Mit einem Cliffhanger, ob es funktioniert, seht ihr in der nächsten Folge. Ja, also so sieht es dann aus. Speichern. Wir nennen es einfach Rostock. Ja, nennen wir es einfach Rocket. Kopf kaputt. Okay, Rocket. Es heißt jetzt Rocket. Wenn man sowas gespeichert hat, ne, findet man das dann in unserer Rocket. Wir können ja mal gucken, was wir hier zum Beispiel haben. 6. Mhm. Marino-Route. 10. Mhm. Also seht ihr, das ist meistens nicht mehr als 10. Das ist meistens eigentlich relativ kurze. Tuch für maximal 400, alles klar. Ich habe damals also, alles halt auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad, da macht man halt solche Preise, ja. Da seht ihr mal, was man dafür Gewinnspann hat. Da stellt man auch noch günstiger her. Das ist halt das Krasse eigentlich. Quatsch. Ja, auch hier. Ja, ich habe hier ganz andere Gewinnspannen eingestellt gehabt. Aber so war das halt früher. Was? Heilen in Novgorod? Aha. Ungewöhnlich. Wer weiß, was das für ein Spielstand war. Aber die Preise waren immer recht ähnlich. Na gut, hier habe ich 800 Fälle. Da hatte ich wahrscheinlich eine Fellüberproduktion, als ich die gemacht habe. Ja, jedenfalls Rocket. 10 Städte. Das wird eine Weile dauern. Pro Stadt kann man schon mindestens einen Tag rechnen. Eher sogar zwei. Dementsprechend ist das fast eine 3-Wochen-Handelsroute. Das ist eigentlich viel zu lang. Naja, wir werden in der nächsten Folge sehen, ob das so funktioniert. Und um jetzt nicht die Folge nochmal in der Länge zu ziehen, sage ich jetzt einfach nur noch, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dahin und tschüss.